Ja, Freunde. Und zwar habt ihr es ja schon in der Videobeschreibung bereits gelesen. Es soll sich heute um niemand anderen handeln, als um Shindy und Shirin David, die ja bald in kürzester Zeit ihre Alben releasen werden. Und zwar haben die beiden ja ein wenig Stress mittlerweile. Ich denke, vor allzu kurzer Zeit waren sie noch sehr, sehr gute Freunde gewesen, beziehungsweise gut befreundet. Ich denke, da hat die Harmonie auf jeden Fall gestimmt. Mittlerweile nicht mehr. Kurz dazu, was geschehen ist. Shindy hat ein kleines Statement auf Insta unter einem Bild rausgehauen, dass der Song Afalterbach kurz nachdem er veröffentlicht wurde, höchstwahrscheinlich vom Netz genommen wird. Denn Shirin wollte nicht, dass die Hook so mit ihr veröffentlicht wird. Und sie hat anscheinend 2 Stunden vor dem Release abgesagt. So das Statement von Shindy. Jetzt hat Shirin ein 15-minütiges Statement in ihre Insta-Story reingepostet. Warum in die Insta-Story? Das weiß keiner. Höchstwahrscheinlich, weil es am schnellsten geht, weil es am einfachsten ist. Sie könnte auch einfach ein Video dazu raushauen. Aber im Endeffekt hat sie in dem Video kurz gefasst gesagt, dass sie schon mehrere Wochen davor abgesagt hatte. Ich meine 4 Wochen davor oder 2 Wochen davor, ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall nicht 2 Stunden davor. Ja, Shindy hat anscheinend versucht, jemand anderes zu bekommen, aber niemand besseren gefunden. Ja, meine persönliche Meinung dazu. Ich bin bei diesen Sachen immer so eingestellt, ich denke mir immer, was geht mich das an? Im Endeffekt juckt es mich eigentlich überhaupt gar nicht, was die beiden machen. Die sollen ihre Mucke machen, ich pump die Mucke, ich feiere die Mucke. Das gleiche war ja auch so bei Capital und Bushido. Ich meine, jeder hatet Bushido, aber ich denke mir immer so, was geht es mich an? Mich betrifft es überhaupt gar nicht. Ich feiere Bushido seine Mucke. Ich habe meine ganze Kindheit lang Bushido gehört. Ich feiere Capital seine Mucke. Und der Beef geht mich persönlich nichts an. Also warum soll ich mich da einmischen? Warum hat es mich überhaupt was zu interessieren? An sich juckt es mich eigentlich überhaupt gar nicht. Meine Meinung ist dazu, sie machen auf jeden Fall eine übelste Welle aus der ganzen Sache. Ist natürlich nicht schlecht für beide, denn beide, wie ihr wisst, wollen ja ihre Alben releasen und es wäre schon ein fetter Promo-Move, wenn die sich da gegenseitig beefen würden. Aber ich denke, ein richtiger Beef wird es nicht werden. Nach diesem Statement jetzt von Shirin wird, denke ich, nicht mehr viel kommen. Denn Shindy ist eh sowieso einer, der sich eher aus der Öffentlichkeit zurückhält. Ich meine, er postet nicht viel, er zeigt nicht viel von seinem Leben. Er macht nicht viele Interviews, er macht keine Statements, mehr oder weniger. Er macht nur seine Mucke. Und ich denke auch, dass die beiden sich da nicht in Tracks irgendwie jetzt ganze Zeit zurückbeefen würden. Wäre natürlich ein übelster Promo-Move und ja, Shirin war ja natürlich auch so, da ihr Name nicht mal in der Videobeschreibung genannt wurde oder als Credit, da war sie auf jeden Fall auch ein wenig angepisst. Ich meine, kann man verstehen, aus Shindys Sicht verstehe ich es jetzt nicht so, weil Shirin ist ja eine Frau mit einer unglaublichen Reichweite. Ich meine, die hat 3 Millionen Abonnenten oder so. Und würde sie da noch mit im Titel stehen, würde der Track auf jeden Fall noch mehr durch die Decke gehen, so meine Meinung. Aber im Endeffekt, wie gesagt, mich geht das Ganze nicht an. Eigentlich juckt mich auch gar nicht. Am Ende des Tages möchte doch sowieso nur jeder seinen Profit daraus schlagen. Ich meine, die Sache ist doch jetzt gegessen und da schieben die noch so eine Welle. Das Ganze könnten die auch einfach privat klären. Ja, wie gesagt, mich juckt überhaupt gar nicht. Ich feiere die Mucke. Afalterbach ist auf jeden Fall zu geil geworden. Ich finde die 2. Version jetzt mit dem Ersatz nicht mal so schlecht. Also es hört sich natürlich anders an, bisschen mehr Hall. Aber die Stimme an sich ist jetzt nicht so arg viel schlechter. Ich meine, kann man sich trotzdem noch geben. Der eine behauptet so, der andere behauptet so. Was ihr am Ende des Tages glaubt, ist eure Sache. Ich meine, keiner belegt irgendwas, keiner haut einen Screenshot raus oder so. Man muss ja nicht alles zeigen, aber wann wer geschrieben hat. Ich meine, hat jemand 4 Wochen davor geschrieben oder hat jemand 2 Stunden davor geschrieben? Hey, das geht nicht. Das ist halt die Sache, da zeigt keiner irgendwie irgendwelche Beweise. Am Ende des Tages ist es doch sowieso nur ein fetter Promo-Move. Und in diesem Sinne, folgt mir auf Instagram, abonniert diesen YouTube-Kanal und dann würde ich auch sagen, ich bin raus.